Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Ja, die Korrektur hält an. Der Markt ist relativ unentschieden um 11.900. Jetzt gerade aktuell zur Stunde 11.950. Darüber wird es ein bisschen optimistischer aussehen. Und bei 11.600, das wäre jetzt das Ziel dieser Korrektur. Nun schauen wir mal, wie der Nachmittag sich noch entwickelt. Also die Korrekturphase allemal noch aktiv. Ja, Russland-Exporte, das überrascht wahrscheinlich wenig, aber die Zahlen sind trotzdem immer wieder beeindruckend. -35% im ersten Quartal 2015 die Exporte nach Russland aus Deutschland. Das tut der Industrie definitiv weh. Und ob es unbedingt der russischen weh tut, das sei dahingestellt, der Deutschen allemal. Bei Renault, da haben wir positive Meldungen, das freut zu hören, Umsatz plus 14% im ersten Quartal, also das gute Nachrichten für Europa, dass hier zumindest auf niedrigem Niveau die Absatzzahlen für die Autos wieder ein bisschen ansteigen, auch gerade für einen Massenhersteller wie Renault ist doch erstmal ein zartes Pflänzchen der Hoffnung. Google, die haben vermeldet, wie so viele momentan, wir haben ja nun mal Berichtssaison, Quartalsberichtssaison, das Werbegeschäft wächst weiter, der Gewinn im ersten Quartal plus 4% auf 3,6 Milliarden knapp, der Umsatz liegt um 12% gerade zu 17,3 Milliarden und trotz allem liegt das noch unter den Erwartungen, dennoch die Aktie plus 3% im nachbörslichen Handel, da geht es weiter nach oben, wobei man bei Google aufpassen muss, die werden immer mehr zum Konglomerat, immer mehr Unternehmensbestandteile und das verwässert natürlich am Ende auch die Margen, also während man mit der Suchplattform und den Werbeeinnahmen noch sehr viel verdient, jetzt schwenkt das um auf die mobilen Geräte, dort sind die Preise für die Werbung geringer. Und man sucht jetzt nach neuen Geschäftsmodellen, ob es jetzt Google Glass ist, Google Car und so weiter. Aber dort sind die Margen geringer. Das heißt, das Wachstum der Margen für Google ist rückläufig und das macht es durchaus auch für zu einem anfälligen Unternehmen auch immer schwieriger zu analysieren, immer mehr verwoben mit den verschiedensten Einheiten und das macht es dann auch unattraktiver für Investoren. Die Europäische Union, die denkt über eine Regulierungsbehörde nach, die sich um die Online-Riesen mal kümmert, weil hier doch ein Wildwuchs entsteht, was Datenschutz angeht, aber auch was Marktmacht im Ganzen angeht. Und hier beschwert sich Telekom und Co. zu Recht. Die sagen, amerikanische große Internetkonzerne, die werden so gut wie nicht kontrolliert. Die können machen, was sie wollen. Und wir müssen hier alles Mögliche einhalten. Also wenn schon, dann bitte Waffengleichheit. Und darüber denkt die EU jetzt zumindest mal nach, dass man hier vielleicht einen Handlungsbedarf hat. Sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Das könnte dann bei Google und bei Facebook durchaus auch nochmal zu Thema werden. Microsoft, der Gewinn hier im dritten Quartal, die haben ein unrundes Geschäftsjahr, deshalb haben die jetzt das dritte Quartal abgehandelt, minus 12%, 5 Milliarden Dollar, aber immer noch besser als erwartet, da ja die Aktie auch hier nachbörslich 3%, der Umsatz um 6% nach oben, man hatte Nokia übernommen, die Handysparte hier zumindest von Nokia, die sind ja weiter jetzt voll auf die Netzwerkaktivitäten konzentriert bei Nokia, also auch hier eine Verwässerung der Gewinnmöglichkeiten bei Yahoo, die sind auch noch sich am Neufinden. Bei Amazon ebenfalls wieder mit Verlust, nachdem sie einen kleinen Gewinn im letzten Quartal hatten, jetzt 57 Millionen wieder Verlust. Der Umsatz plus 15% und die Aktie, die schießt nachbörslich nach oben um 7%, haben noch nie richtig verdient. Aber immer wieder wird neues Geld ausgegeben, neu investiert, auch in Dinge, die fürchterlich floppen, wie beispielsweise das Handy, das man versucht hat. Und Amazon erzählt natürlich immer wieder, wir investieren, wir versuchen, neu uns zu erfinden. Aber wenn man schaut, was für Forschung und Entwicklungskosten bei Amazon bei einem eigentlichen Online-Händler drinstecken, das macht manchen Pharmakonzernen Konkurrenz. Also von daher Amazon nach wie vor noch nie Geld verdient. Da muss man schon tief im Glauben stecken, dass das irgendwann mal zu großen Gewinnen kommt. Im Augenblick geben sie erstmal viel Geld aus und das nicht immer konstruktiv. Deshalb ist auch, wenn die Börse mal wieder hochspringt bei Amazon, ich will da nicht unbedingt dabei sein. Samsung, die erhöhen die Produktion, das S6 Edge, haben eine dritte Fertigungslinie an den Start gebracht, von 2 Millionen auf 5 Millionen Einheiten jetzt nach oben gefahren, weil die Nachfrage so groß ist, weil sie Lieferengpässe haben, haben sie jetzt diese Produktionslinie, die eigentlich erst im Sommer kommen sollte, vorgezogen und können jetzt den Markt besser beliefern. Ja, kommen wir zu den unschönen Geschichten. Die Deutsche Bank, jetzt 2,5 Milliarden, so hat man sich jetzt wohl geeinigt, muss sie als Strafe zahlen für die Zinsmanipulationen. Parallel werden auch E-Mails bekannt, wie die Händler untereinander miteinander kommuniziert haben, wie sie die Märkte manipuliert haben, mit welcher Frechheit, mit welchem Schutzspiel. Hier geht es um
den Zinsmarkt. Hier geht es um Billionen an Anleihen, an Produkten, die an diesen Zinsen festgemacht sind. Und die hat man beliebig hin und her geschoben, manipuliert, wie man es gerade gebraucht hat. Riesige Schäden rund um den Globus erzeugt, sich selbst dabei riesige Gewinne zugescharrt. Und was bleibt am Ende davon? 2,5 Milliarden Dollar Strafzahlung. Abhaken, weiter geht's. Wenn wir uns überlegen, für welch kleine Summen ein Mittelständler für Jahre im Gefängnis verschwindet, wenn der Mist baut. Und hier ist es einfach nur mal eine Strafzahlung. Und alle bleiben im Job, alle bleiben auf ihrem Stuhl sitzen, alle machen weiter wie bisher, passen vielleicht ein bisschen besser auf beim nächsten Mal, wenn sie eine E-Mail schreiben. Und das war es dann im Wesentlichen auch schon. Bisher die Banken too big to fail, jetzt kann man auch noch sagen too big to jail. Da ist man zu groß und die Großen kommen nicht ins Gefängnis. Aber wie geht es schon seit Jahrhunderten? Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. So kann man mit Sicherheit keine Freude in der Bevölkerung auslösen, so kann man kein Rechtsempfinden auslösen und der Zorn der Leute wird zu Recht immer größer. Ja, dann kommen wir zu den Kommunen. 27 Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben per Ende letzten Jahres 1,7 Milliarden Schweizer Franken Kredite aufgenommen. Jetzt fragt sich der geneigte Bürger, für was eine Kommune in Nordrhein-Westfalen einen Schweizer Franken Kredit braucht, und das fragt er sich zu Recht. Warum haben sie es aufgenommen? Ausgerechnet die klammen Kommunen haben das getan, weil sie gehofft haben, nein, das war ja auch so, dann den Zins noch mal ein kleines Prozent niedriger zu bekommen und als man es in Deutschland hätte bezahlen müssen, und die könnten sich eh keine Kredite leisten, also versucht man es dann in der Schweiz aufzunehmen. Ja, dass dann wahnsinns Währungsrisiko hinten dran steckt, dass wenn die Währung sich verschiebt, plötzlich Riesenverluste entstehen. Ja, das kann so ein Kämmerer ja nicht ahnen, der hat mit Geld ja sonst nichts zu tun. Und so ist da jetzt ein Schaden von etwa 344 Millionen Euro entstanden bei den Kommunen, die ohnehin schon klamm sind. Warum? Weil sie ihre ganz normalen Haushaltsgeschäfte mit einem Zocken auf eine Währung verbinden müssen. Wie blöd muss man eigentlich sein? Die SLB hat hier ganz massiv in diese Richtung beraten. Von vollen Beratung kann hier wohl keine Rede sein. Reingerieben ist wohl der richtige Ausdruck. Nun, wie auch immer, sowas darf man, müsste eigentlich verboten sein. In einigen Bundesländern ist es das auch. Und sowas sollte eigentlich bundesweit nicht vorkommen. Mit welchem Recht, warum sollte irgendeine Gemeinde in Deutschland einen Schweizer Frankenkredit aufnehmen, wenn sie nicht in der Schweiz investieren muss oder dort Ausgaben hat? TTIP. Auch hier immer wieder neue Themen und dieses TTIP, es wird kommen, ob man auf die Hinterfüße stellen oder nicht. Es gibt Riesendemonstrationen dagegen, die gehen unter, da wird kaum noch drüber berichtet, das interessiert ja kaum noch jemand. Und es kommt immer wieder so durch die kalte Küche, wird mal was durchgestochen an Informationen. Und wenn man das liest, da kann man sich nur den Kopf an die Wand schlagen und sagen, oh, was kommt da auf uns zu? Neue Gesetzesvorschläge müssen jetzt künftig oder sollen so ziemlich Planung darauf geprüft werden, ob sie den Konzernen schaden könnten. Das heißt, es wird dann eine neue EU-US-Kommission geben, bei der auch die Konzerne vertreten sind. Und sobald ein Bundestagsabgeordneter oder der Abgeordnete eines Landtages die Idee zu einem Gesetzentwurf hat, einen Gesetzesvorschlag einreichen will, muss er das vorher bei dieser neuen EU-US-Kommission einreichen. Dort prüfen dann die Konzerne und die anderen, die am Tisch sitzen, ob ihnen das schaden könnte. Und wenn es ihnen schaden könnte, wird dieser Gesetzesvorschlag gar nicht erst eingereicht. Meine Damen und Herren, das ist das Ende der Demokratie. Das ist der Beginn der Herrschaft der Konzerne. Auf dem Weg sind wir seit langem, aber mit diesem TTIP wird es endgültig besiegelt. Ja, dann kommt noch der BND ins Spiel. Auch da können wir uns nochmal den nächsten Kopf an die Wand schlagen. BND und NSA haben, so wie zumindest momentan die Nachrichtenlage ist, und die wird ja von Stunde zu Stunde dichter, wohl jahrelang gemeinschaftlich europäische Unternehmen und europäische Politiker ausspioniert. Die NSA hat die IP-Adressen und die Netzwerkdaten geliefert, der BND hat es eingespeist und man hat gemeinschaftlich spioniert zugunsten zu, ja, wem eigentlich, wenn ich europäische Unternehmen ausspioniere, zu wessen Gunsten geht das dann wohl am Ende? Also, da muss man sich fragen, was machen wir hier eigentlich, unsere eigenen Nachrichtendienste, unsere eigenen Unternehmen ausspionieren für andere? Wie blöd kann man eigentlich noch werden? Also, es ist eine verrückte Welt und sie scheint von Tag zu Tag verrückter zu werden. Nun, kümmern wir uns um die Märkte, kam IFO-Index, ja, der kam gerade, der war positiv wie erwartet. 14 Uhr US-Auftragseingänge kommen noch rein und Xerox meldet das erste Quartal und noch ein paar andere kleinere Werte im Laufe des Tages. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Aufregung genug, freuen wir uns trotzdem über ein paar Sonnenstunden am Mittag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag, ich wünsche Ihnen ein schönes sonniges Wochenende. Hoffentlich gibt es noch ein bisschen was im Sonnenschein, nicht nur für die Arbeit, sondern auch dann, wenn wir frei haben am Wochenende. Schön wäre es ja, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis nächste Woche.